Schönen guten Morgen, ich begrüße recht herzlich heute zum Familiengottesdienst. Wir sind nicht viele Familien, aber wir sind im Gottesdienst. Das ist schon meine Hauptsache. Ne? Schön, dass ihr gekommen seid. Ich bin mit 1, 2, 3 Kinderschein mit 30 gerechnet. Dann müssen Sie heute den Familiengottesdienst halt so durchhalten. Mit weniger. Macht aber auch nichts. Das kriegen wir trotzdem hin. Ja, gerade war ich jetzt vor der Tür und so ein bisschen habe ich auch schon angefangen. Nächste Woche wird es dann mehr, wenn es dann richtig Karneval ist, aber jetzt erstmal so ganz vorsichtig. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, weil Gott bei uns ist, im Namen des Sohnes, weil Jesus Christus unser Bruder ist, und im Namen des Heiligen Geistes, weil er der Geist Gottes ist, der uns Freude am Leben schenkt. Amen. Jetzt müssen wir gleich singen. 607 sind raus, wenn ich aufschlage, wenn es da aufgetaucht ist. Taucht es da auf? Ja, ist es. Vielleicht kennt es, und wenn ich, denkst du gar nicht gut, dann sagen wir eben oder 607 nach. Vielleicht spielen die Verstehen uns einmal wieder mit ihm vor, dann lässt es mal kennenlernen.
Sinne, was die Anregung ist, singen, beten, loben. So machen wir es. Es kann losgehen. Was kann weiter sein? So wunderbar groß.
Zusammenhang bei einem stehen. Da müsst ihr wieder aufstehen. Zwiebeln sind vier Ströpfchen, wenn Marcel jetzt rechtzeitig auf den Knopf drückt, ins Sandbuch stehen, kriegt die anderen laut. Ja, heute scheint das auch so, wenn Marcel auf dem Stehst. So, auf Stehen machen Sie noch so ein bisschen Musik dazu, natürlich korrekt und dann im Kleinen. Die Kleinen. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen.
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Lasst dich nicht von dem Bösen besiegt, sondern überwinde es durch das Gute. Halleluja. Super. Jetzt sehen wir ein Halleluja. Ist es schon da? Nein, es kommt gleich. Da ist es. Ein Halleluja. Frau Schenk gibt einen Ton vor und wir sehen es zweimal durch. Und dann
sogar eine Pistole haben. Eine Pistole? Freddy? Naja, das ist sonst nicht so bei dir mit den Freiseiten so. Nö. Thank you.
Menschen mit Hoffnung. Wir haben alle große Hoffnung auf irgendwas. So sagt es meine größte Hoffnung, dass den Menschen in der Türkei und Syrien geholfen wird. Das ist meine größte Hoffnung. Und ich weiß, dass viele von Ihnen im Gebet da gedacht haben, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Dass diese Menschen in bittersten Not sind. Heute Morgen saß ich bei mir in meinem Schlafzimmer auf der Bettkante und habe gedacht, wie wäre das, wenn die Bettkante morgen früh nicht mehr da ist? Wenn das Bad verschwunden ist und ich mit meiner Frau im Garten sitze und sehe nur noch die Trümmer meines Hauses. Da habe ich gemerkt, die Hoffnung ist sehr wichtig. Und die Menschen, die dort wohnen, in der großen Not sind, haben Hoffnung, dass wir helfen. Hier heißt es, bleib standhaft in der Bedrängnis, lass nicht nach dem Gebet. Ja, wenn so etwas passiert. Und wir brauchen gar nicht aufzusehen, was uns noch alles bedrängt. Von Krieg, Umwelt und Arbeitslosigkeit, teure Preise. Wir dürfen die Hoffnung aber nicht verlieren. Gott schenkt uns immer wieder Hoffnung. So wie wir sehen, fröhliche Sohn, wir schaffen es zusammen. Mit ihm schaffen wir es. Wir schaffen es, aus allen möglichen Problemen herauszukommen. Deswegen ist der Wunsch, der da steht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Ja, wir sollen uns anrühren lassen von denen, die froh und glücklich sind und mit ihnen feiern, so wie jetzt gegen Karneval. Und deswegen, denke ich, müssen wir nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil wir ja gleichzeitig beten und auch mit den Traurigen in Anführungszeichen weinen. Weil sie uns eben nicht egal sind, die Menschen in der Not hier in unserer Welt. Und dann habe ich den nächsten Spruch gefunden, und der ist eigentlich nicht für Sie gedacht, sondern für einen merkwürdigen Mann in Russland, soweit es möglich ist, und es auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Und da brauchen wir gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Wenn wir hier in unserer kleinen Gemeinde miteinander in Frieden leben, so gut wir es können, und jeder mal dem einen oder anderen nachgibt, verzeiht, freundlich gegenübertritt, dann werden sie merken, dann kann Frieden sein. Und er kann im Kleinen anfangen. Im Kindergarten, in der Schule, in der Familie, bei der Betreuung der Kinder, beim guten Vorbild der Erwachsenen, immer wieder lernen. Und selbst im Karneval gibt es eine wunderbare Möglichkeit, dass man Frieden deutlich macht. Ich habe gestern ein paar Minuten die Karnevalssendung Essen nach zur Fasnacht gesehen. Und ich war sehr erstaunt, wie viele der Sprecher dort tatsächlich auf die Katastrophe, die wir zurzeit erleben, eingegangen sind. Und uns damit letztlich vorgeführt haben, wenn wir die Hände in den Schoß legen und nichts tun, dann sind wir auf dem falschen Weg. Und wenn das Einzige ist, warum wir die Hände in den Schoß legen, um sie zum Gebet zu falten, dann sind sie jetzt schon auf dem richtigen Weg. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Das wünsche ich für die ganze Welt. Das wünsche ich an Kanada. Das wünsche ich, dass wir ausgelassen feiern und dabei nicht vergessen, dass andere momentan keine Lust haben zu feiern. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Das ist eine meiner Lieblingsbibel. Weil ich denke immer wieder, wenn einer böse zu mir ist, dann gibt es eine karnevalistische Möglichkeit, ihm zu helfen. Wenn er richtig böse ist, auch beschimpft, mache ich einen Witz, dann hat es ja vielen Dank, dass du mich beschimpft hast. Der kommt sich so blöd vor wie die Tanz. Oder wenn ich merke, dass Menschen irgendwie das Problem haben, dass sie in ihrer Art böse im Umgang mit den Menschen sind, dann kann man sie oft mit ihrer eigenen Boshaftigkeit als falsch stellen. Manchmal passt ein schöner, schöner Spruch, manchmal eine Geste, manchmal aber auch die Hand auf die Schulter legen und sagen, schau mal, jetzt bist du so böse, brauchst du doch gar nicht sein, schau mal, da ist Gott mit dir, ich will dir auch zur Seite stehen. Wir haben es gerade gesungen, wenn ich mal was habe, was ich nicht hinkriege, und ich schaffe es nicht allein, dann suche ich nach dir. Und wenn Gott mit mir geht, kriege ich das auch alles hin. Ich muss nur nicht glauben, dass ich wünsche ihm diesen Karnevalsglauben fast ein bisschen, dass sie karnevalistisch antworten können, dass sie immer wieder die Freude und den Spaß erleben, dass Gott uns begleitet. Dass wir quasi Karneval das ganze Jahr auf diese Art und Weise feiern können.
Das wäre heute mein Wunsch für Sie. Wir beten. An Fastnacht schlüpfen viele Menschen in Kostümen, spielen fremde Rollen. Sie wollen frei sein im Schutz der Maskerade. Vor Gott müssen wir uns nicht hinter einer Maske verstecken. Er lädt uns immer wieder ein zum Fest der Befreiung, jeden, wie er gerade ist. Gerade am Fasching suchen die Menschen die Abwechslung. Wir lassen uns gerne unterhalten, ablenken und beschäftigen. Ich wünsche uns echte Erlebnisse, leidende Eindrücke und wirkliche Erfüllung. Darum gib uns, Herr, Mut, uns nach deiner Botschaft zu richten und uns auf die frohe Botschaft von Jesus einzulassen. Die Fastnachtsumzüge machen die Freude der Menschen an tollen Tagen sichtbar. Heraus vor die Türen hinein in die Welt. Ich wünsche uns, dass wir die Freude Gottes, die Gott uns schenkt, wir hinaustragen in unsere Welt, in eine oft triste Welt, die Boden echte Freude braucht, nicht nur am Fasching. Gerade an den tollen Tagen will kaum einer aus der Seelenrunde aufstehen und gehen, könnte man bloß den Augenblick festhalten, die Zeit verhalten. Dann singen Sie, so ein Tag dürfte nie vergehen. Ich wünsche mir, dass wir unsere Zeit nutzen. Jeder Tag ist ein neues, riesiges Geschenk von Leben und Gott. Dass wir leben hier in diesem Augenblick fröhlich, ohne dabei das Morgen zu vergessen. Die Narren sagen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Denn auch das schönste Fest geht mal zu Ende. Danach kommt für viele der Kater ein ganzes Leben, ist ein Fest, aber auch das Fest des Lebens ist manchmal zu Ende. Ich wünsche uns etwas von der Freude, die wir am Ende des zeitlichen Lebens von Gott erfahren werden. Etwas von der Freude des Himmels, die unsere Verstorbenen, die jetzt schon bei Gott sind, mit ihm teilen dürfen. Gemeinsam wollen wir beten, wie wir zu beten gelernt. Vater, unser geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. So, jetzt gibt es erstmal die berühmten Abkündigungen, was denn so alles noch los ist. Also zunächst mal am nächsten Sonntag um 15.11 Uhr müssen Sie alle wieder hier sein. Und zwar zum Karnevalsgottesdienst in Reinform mit Bitten. Als besondere Gäste ist es für die Jungen das Chororchester Bad Massenheim einzuladen. Wir haben die Hauptsache jetzt zu Bad erklärt, also sie heißen jetzt Bad Massenheim und ein anständiges Chorbad hat natürlich auch ein eigenes Chororchester. Das kommt am Wochenende dazu, sie machen für uns und für uns Musik. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die eine oder andere Überraschung, beispielsweise der Kreppel und der Kaffee hinterher im Gemeindehaus, ganz gemütlich, wo wir noch mal ein bisschen miteinander feiern können. Auch wenn ich nicht ganz lange bleiben kann, weil ich mit meiner Kapelle schon wieder in die nächste Gemeinde muss, denn wir viermal jetzt am Wochenende im Hochfurt haben. Ja, was gibt es noch, wenn Sie kommen wollen, so wie heute, vielleicht eine Kostümierung im Mut oder ein bisschen was umgerechnet oder vielleicht verkleidet, freuen wir uns natürlich, wenn Sie da sind. Ja, und diese Woche ist so viel zu tun in der Kirche, dass ich gerade direkt meine Schiebeleine habe. Am Dienstag geht es schon wieder weiter. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir am Valentinstag einmal alle segnen, die Gottes Segen für ihr Zusammensein haben. Das gilt für die, die gerade frisch verliebt sind. Achtung, Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr dürft Freunde oder Freundinnen aber wir gucken auch keine Schiebe. Oder ihren Ehepartner. Der zu Ihnen gehört. Und wenn Sie inzwischen allein sind,
dann gibt es die Möglichkeit, in der Kraft und Mut zuzusprechen. Um 19 Uhr, Nachbiss in Seria, heißt der Gottesdienst. Lassen Sie sich überraschen. Bei mir steht verliebt, verlobt, verheiratet, holt euch euer Gottesdienst für eure Zweifel ein. Oder auch für das letzte Allein. Am Mittwoch ist dann von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr die Kreativwerkstatt im evangelischen Gemeindehaus mit Edi Ort und St. Mönchstufe. So, dann habe ich hier stehen beide bekannt, warum es ist sonst nichts bekannt. Nein, so schon mal was. Jetzt geht es um die Connector-Räume. Letzten Sonntag, mein Hörer und Staunen, waren 68,82 Euro. Hört sich gut an. Aber ich weiß, dass ich die Hälfte davon aus Rotterdam gebracht habe. Nur so nebenbei. Und heute möchte ich einfach trotz Kamera sagen, sollten wir unsere Connector ein bisschen aufteilen. Die Menschen in der Not, in der Türkei oder in Syrien brauchen, so hat es zumindest der Präsident gesagt, wichtiger als Gegenstände, die er hintransportiert werden muss, Geld und Gegenstände zu kaufen, um den Menschen zu helfen, Häuser aufzubauen und zu versorgen. Jetzt haben wir überlegt, wir haben eine Connector, die heute bestimmt ist für die Lütherstiftung. Die ist dafür da, dass junge Menschen zu Kameras gebunden werden. Und das brauchen wir dringend, wenn wir sehen, wie schnell wir vorankommen. Und wenn Sie hören, wie viele Abnehmer in Europa sind. Deswegen wäre es gut, wenn wir die Theologiestudenten finanziell unterstützen könnten. Auch wenn es zurzeit nur 3 oder 4 Anfänger im Hessen neu sind, dann wir auch schauen, höher als 30 oder 40. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin? Wenn ich die Kollekte einfach verteile, das ist ungerecht. Sondern wir haben 2 Kollekte. Hier an der Treppe steht ein und hier bei den Gesamtbüchern. Sie dürfen entscheiden, wo Sie Ihr Geld einwerfen. Hier auf der Gesamtbuchseite, also man sagt, der Kirchenseite, ist es für die Lutherstiftung, für die Pfarrer. Und den Holzkasten an der Treppe, da dürfen Sie gerne so viel reinschmeißen, wie Sie in Portemonnaie haben, ist für die Türkei und für die Menschen in Syrien. Wir werden es dann von hier aus über das Diakonische Werk da einschicken, wo es dringend gebraucht wird. So, das letzte noch, ich muss Dankeschön sagen an Frau Schüffler, an die Technik, an die Sabine und natürlich der Frau Steen für ihren Dienst. Herzlichen Dank, dass ihr das wieder mitgemacht habt. So, ja, und jetzt singen wir nochmal. Das lange Lied, ganz normal, entweder aus dem Sammelbuch oder aus dieser angehängten Zeit. Das lange Lied in allen 6 Stunden. Und jetzt ist es. Jedenfalls habe ich mir gedacht, wir könnten den Kindern doch am Ausgang eine kleine Erinnerung.
ausleben müssen, mit sich bewegen, die dürfen sich auch ausleben. Echt? Ja. Ehrlich? Ja. Du, Freddy, glaubst du, dass alle jetzt wieder rausgekommen haben, dass wir lernen müssen, im Alltag manchmal hinter unsere Masken zu kommen, dass wir alle wissen, Gott ist immer bei uns? Ja. Dass wir jetzt alle rausgekommen haben, egal wie wir uns manchmal gehen, mit Gott kriegen wir es besser hin. Ja. Hast du das auch mitgekriegt? Ja. Hast du verstanden? Oh, Freddy. Ich soll es so gut verstehen, ja. Aber dann sag jetzt Tschüss. Tschüss. Dann hören wir so sagen, wenn ich Tschüss. Tschüss, sag Tschüss. Okay. Tschüss, tschüss. Na, so machen wir es jetzt. Dann setze ich dich jetzt hin und dann stehen wir alle für den Segen auf. Und dann hören wir nochmal die Orgel. Und dann gibt es Süßigkeiten. Dann gibt es Süßigkeiten. Also, sagen wir mal Tschüss. Tschüss! Segne uns mit der Wärme der Sonne, segne uns mit der Frische des Wassers, himmlischer Vater, segne uns. Segne uns mit dem Rauschen der Wälder, segne uns mit der Ernte der Felder, segne uns mit der Kraft der Tiere, himmlischer Vater, segne uns. Segne uns mit den Träumen der Kinder, segne uns mit der Liebe der Eltern, segne uns mit den Geschichten der Alten, himmlischer Vater, segne uns. Segne uns, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hören wir noch ein schönes Abendmahl.